Auch die Bezirksliga Süd hat wieder begonnen und an diesem dritten Spieltag treffen zwei Traditionsclubs aufeinander. Der SVN München gastiert beim TSV Großhadern. Beide Teams vom Punktestand ausgeglichen, sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet, wobei der TSV letzten Sonntag gegen Neuried mit 1:7 so dermaßen unter die Räder kam, dass heute das Momentum eher auf der Seite der Gäste sein könnte. Die Hoffnungen auf einen Sieg ruhen vor allem auf Torjäger Albert Rudnick, der die Hadener mit 19 Buden letzte Saison in die Bezirksliga schoss. Rein geht es in die Partie im Stadion am Heigelhof bei nasskalten Temperaturen. Der SVN beginnt wie gewohnt in dunkelblau von rechts nach links. Die Gäste auch direkt mit der ersten Möglichkeit, versuchen es spielerisch. Abgelegt auf Scheffler, aber der Ball küsst eher das Dach der Vereinsgaststätte. Der TSV versucht es eher mit langen Bällen über ihre bulligen Stürmer. Der Ball kommt irgendwie zu Rudnick. Probiert es hier einfach mal aus der Distanz, mal ein erster Annäherungsversuch. Auch in der nächsten Szene geht es über einen hohen Ball. Gutes Timing von Rudnick beim Kopfball. Knapp vorbei, er nähert sich dem Tor an. Eine Stärke des SVN sind die Standards. Dort hinten wartet Suarez. Das 0:1 in der 26. Minute durch den 22-Jährigen. Sein zweites Saisontor knipste auch schon beim 0:2 Auswärtserfolg gegen Pöcking. Sein Gegenspieler Zielinski verschätzt sich hier und Suarez braucht nur noch den Kopf hinhalten. Die nächste Szene, wieder ein Standard. Drei SVNler sind am Ball, der rutscht trotzdem durch und knallt ans Aluminium. Glück für die Großhadener in dieser Situation, müssen da aufmerksamer sein bei den ruhenden Bällen. Das wird normalerweise sofort bestraft. Vieles läuft beim TSV heute über ihn. Rudnick tankt sich hier mal gegen Paar durch. Der Abschluss dann aber doch zu harmlos. Aber der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler gibt nicht auf. Kein Abseits, schön heruntergepflückt. Pfister kriegt gerade noch so die Flossen hoch und verhindert den 1:1 Ausgleich. Da bemerkt man das Fehlen des noch verletzten Karim Zelmat, der wäre hier für den Abstauber goldrichtig gestanden. Mit der knappen Führung für den letztjahres 5-Platzierten geht es dann in die Pause. Nach der Halbzeit kommen die SVNler auch frischer aus der Kabine. Alicic über außen, Suarez versucht es artistisch, Daschil mit dem Reflex und Pautz kann im letzten Moment zur Ecke klären. Das Wetter wird leider nicht besser und der Platz damit noch schwieriger zu bespielen. Der Ball kommt irgendwie zu Pautz, doch der legt den drüber. In so einem eher chancenarmen Spiel muss man die Dinger dann erst recht machen. Knapp 10 Minuten vor Schluss dann wieder die Gäste und wieder geht es über einen Standard. Diesmal ist es Napel, der den Kopfball im Netz unterbringen kann. Das 2:0 durch den Kapitän der Mannschaft aus dem Südosten Münchens. Toller Kopfball, der war nicht leicht zu nehmen. Ist damit der Deckel drauf in diesem Spiel? Doch die Großhadener kommen noch einmal. Napel mit dem Fehler. Zurückgelegt auf Pautz. Den ersten verstolpert er noch und der zweite geht dann haarscharf vorbei. Das ist heute nicht der Tag des Aufsteigers. Das ist dann auch die letzte Szene in dieser Partie. Der SVN nimmt die 3 Punkte mit nach Hause und katapultiert sich auf den 5. Tabellenplatz. Waren heute einfach kaltschnäuziger vor dem Tor. Der TSV Großhadern muss die nächste Niederlage einstecken. Sie waren heute mehr dran als in Neuried. Da gibt es aber auch noch viel Luft nach oben. Der SVN muss am Donnerstag zu Abstiegskandidat Kosova. Der TSV trifft schon am Dienstag im Kellerduell auf Hertha München.